Müll ist nicht gleich Müll. In Salzburg wird der Abfall derzeit Stück für Stück auseinandergenommen. Eine schwierige, aber äußerst sinnvolle Aufgabe. Ja, diese Studie dient eben dazu, einmal genau zu analysieren, wie setzt sich unser Hausmüll überhaupt zusammen, um daraus dann Maßnahmen abzuleiten. Insgesamt haben wir ja 2 Millionen Tonnen Müll in Salzburg das ganze Jahr über und 6,4 Tonnen werden jetzt genau geprobt aus den verschiedenen Bezirken. Es sind jetzt im Einsatz 5 Mitarbeiter, die dann den ganzen Tag eigentlich nichts anderes ist, wie Probe für Probe aussortieren, auseinanderziehen, die einzelnen Fraktionen. Was mich ärgert, sind die verschwendeten Lebensmittel, wenn ich ehrlich bin, weil da findet man enorm viel. Was besonders interessant an der Studie ist, dass wir dann bezirksspezifisch uns genau anschauen können, wie ist der Müll zusammengesetzt und daraus Rückschlüsse auch ziehen, müssen wir zum Beispiel im Bezirk Pinzgau schauen, dass die Trennungssysteme verbessert werden.